Unter welchen Umständen Sie es dulden müssen, dass andere auf Ihrem Grundstück jagen, sagen wir Ihnen gleich nach den Meldungen des Tages. Die knapp 120.000 Beschäftigten der Maschinen- und Metallwarenindustrie erhalten im kommenden Jahr im Schnitt um 1,68% mehr Lohn und Gehalt. Die untersten Einkommensschichten erhalten um 2% mehr, die oberen 1,2%. Darauf haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft nach 16 Stunden Verhandlungen geeinigt. Die britische Premierministerin Theresa May hält auch nach dem gestrigen Gerichtsurteil an ihrem Zeitplan mit den Brexit-Verhandlungen im März zu beginnen fest. Das teilt May EU-Kommissionspräsident Juncker und der deutschen Kanzlerin Merkel mit. Zuvor hat ein Gericht in London entschieden, dass zuerst das britische Parlament einem EU-Austritt zustimmen muss. Mit einem Großeinsatz hat die französische Polizei ein illegales Flüchtlingslager in Paris geräumt. Mehr als 3.800 Menschen wurden in Bussen in Unterkünfte in der Region gebracht. Damit keine neuen Lager entstehen, plant die Stadt, ein humanitäres Aufnahmezentrum zu errichten. Ein Brand am Dach des Parlaments in Wien hat heute früh für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Kühlturm am Dach dürfte durch eine Fehlfunktion des Heizstabes Feuer gefangen haben. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Riesentorlauf-Weltcup-Siegerin Eva-Maria Brehm wird für die gesamte Saison ausfallen. Sie ist heute beim Training für den Slalom-Auftakt in Levi am Pass turnend schwer gestürzt und hat sich den linken Unterschenkel gebrochen. Brehm wurde vor kurzem zur Sportlerin des Jahres gewählt.